richtig muckelig hier, oder? Ich komme ja vom Bodensee, da fahre ich oft auf der Autobahn. Und irgendwie liebe ich es, aus dieser Stadt rauszufahren, auf die Autobahn, im Winter oder so, wenn es total kalt ist. Und neben mir sind einfach nur diese riesigen Flächen von Schnee, vielleicht auch einfach Matsch, ist egal. Ich liebe das, wenn man da einfach so lang brettert und weiß, man kann diese riesige Stadt mal hinter sich lassen. Also das Spiel, das ist für mich so eine, also weil ich finde, sehr viel läuft über die Gedanken, über Genauigkeit, über Bilder im Kopf. Und ich finde, das Spiel an sich ist sozusagen wie ein eigener Film, der so im Kopf abgeht. Und ich finde, das ist eben so ein kleiner Rausch, wie wenn man als Kind eine Geschichte vorgelesen bekommen hat von den Eltern, ein Märchen oder so. Das habe ich geliebt über alles. Und hatte total konkrete, genaue Bilder und ich wusste genau, wie jetzt der böse Wolf aussieht. Ich wusste, wie die sieben Geißlein aussehen und wie diese Hütte aussieht, in der die unterwegs sind und sich verstecken und so. Das sind so Bilder und ich finde, wenn die abstumpfen im Laufe der Jahre, je älter man wird, desto mehr stumpfen die ab, glaube ich, dagegen anzugehen, mit Bildern, mit Fantasie. Ich glaube, das reizt mich tatsächlich. Who are you talking about, you two? Just a kid we met. Himmel, ich weiß doch, dass ich Hilfe brauche. Halten Sie die Klappe und fahren Sie zurück nach Polen.